Hallo ihr Lieben, back again im Frühling und zwar, ja, Rhabarber ist auch sowas, was ja im Frühling rauskommt, heißt, ab jetzt geht's los mit dem Rhabarber. Ich liebe ja solche Sachen wie Rhabarber-Crumble, Rhabarber-Kuchen, Rhabarber, einfach eigentlich Rhabarber überall und ich liebe die Kombi mit Erdbeere, ich meine, ich glaube, es geht vielen von euch auch so. Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, wir machen wirklich mal so ein Easy-Cheesy-Muffin-Rezept. Erdbeer-Rhabarber-Muffins, ganz einfache Sitz. Ich habe ein paar Dinkelkörner vorbereitet. Heißt, ich bringe ein bisschen einen Vollkornanteil mit rein. Wir haben dann Butter, richtig lecker, so wie es gehört. Ein bisschen was Zitroniges, ein bisschen griechischen Joghurt, der den Teig einfach schön saftig, fluffig macht. Backpulver etc. Also ihr erfahrt im Rezept jetzt natürlich im Video, wie wir uns das zubereiten. Drum unbedingt dranbleiben. Wir starten auch gleich los. Und zwar mit den Dinkelkörnern. Die geben wir uns in den am besten wirklich trockenen Mixtopf. Und dazu zum Beispiel als Tipp wirklich kurz auf Turbo einmal einschalten. Dann tut euch so die Restfeuchtigkeit, falls ihr vorher was Nasses gemacht habt, tut euch die Restfeuchtigkeit nochmal rausschleudern. Und genau, dann könnt ihr es richtig schön pulverisieren. Und zwar werden die Dinkelkörner jetzt für eine Minute auf Stufe 10 pulverisiert bzw. gemahlen. So, unser Vollwert-Dinkelmehl, ich muss da immer aufhören, weil sonst kriege ich Schimpf von meinem Cutter, also von meinem Ehemann, der mir die Videos schneidet, dass ich da immer zu laut drauf klopfe, Verzeihung. Auf jeden Fall ist es wunderschön geworden. Das gebe ich mal zur Seite und fülle mir das jetzt einfach um in eine Schüssel. So, im nächsten Schritt gehen wir rein. Zucker und Vanillezucker habe ich da vermischt. Ich habe Rohrohrzucker. Ihr könnt auch Kokosblütenzucker verwenden. Ihr könnt normalen Zucker verwenden. Ihr könnt da im Prinzip jeden normalen Zucker von der Süßkraft her verwenden. Genau, für jeden, der so Zuckeralternativen wie Erythrit verwendet, der weiß eh, dass man da ein bisschen anpassen muss, aber könntet ihr natürlich ebenso machen. Die Zitronenschale von einer halben Zitrone habe ich eingesetzt. Jetzt kommt wieder der Miximizer rein, wer den hat. Ansonsten einfach am besten eine Küchenrolle oben ein Blatt einspannen, dass es euch nicht so staubt. Und das Ganze wird für 30 Sekunden auch auf Stufe 10 pulverisiert. So, jetzt haben wir unseren Zucker pulverisiert. So schaut das aus. Riechen tut es schon köstlich. Und ich tue das euch ganz gern, weil ich einfach möchte, dass diese Zuckerkristalle schon ein bisschen zerstört sind. Gell? Also das ist einfach, bei vielen Teigen muss man es ja nicht oder macht man es auch nicht. Aber bei solchen wie diesen, wo einfach dann auch nicht viel gemixt oder gerührt wird, da bin ich immer dabei, dass ich das quasi extra vorher pulverisiere. Und außerdem vermischen sie die Aromen nochmal mega. Gell? Also von dieser Zitronenschale mit dem Zucker und die Vanille vom Vanillezucker. Richtig gut. Jetzt kommen dazu die zwei Eier. Weiter geht's mit der weichen Butter. Wirklich, wirklich weich, weil wie gesagt, der Teig wird nur jetzt da ganz kurz ein bisschen vermischt. Dann das Joghurt. Auch richtig lecker da rein, also voll gut. Vanilleextrakt, einfach weil es geil ist. So, Milch. Und das kommt jetzt, der Deckel drauf, wird für 30 Sekunden auf Stufe 4 schön verrührt. So. Weiter geht's und zwar, das ist jetzt einfach so ein Mischmasch und zudem kommt im Prinzip jetzt der Rest dazu, das sind die gemahlenen Dinkelkörner, Mehl, das Dinkelmehl, Salz und Backpulver. Und ich habe euch natürlich unten reingeschrieben, welcher Mehl das in Österreich ist und welches in Deutschland. Und das wird jetzt vermischt für
20 Sekunden auf Stufe 5. So, zu guter Letzt tue ich mir jetzt, also ihr könntet das im Linkslauf da jetzt auch unterheben. Ja, muss ehrlich sagen, ich mache das eigentlich auch ganz gern so händisch. Ich tue mir jetzt die Rhabarberstücke, die wirklich, gell, die sind wirklich klein. Das sind so kleinere Stückchen. Und Erdbeeren habe ich geviertelt, teilt, sogar geachtelt. Kommt wirklich auf die Größe eurer Beeren drauf an. Und dann hebe ich das jetzt mit dem Spatel da im Prinzip nur einmal durch. Fülle mir das in die Muffinförmchen und dann geht es auch schon in den, übrigens jetzt spätestens ist Zeit, dass ich den Ofen vorheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Na, Heißluft, Verzeihung, Heißluft verwende ich. Genau. So, und dann mache ich das ganz gern jetzt auch so mit einem Esslöffel, dass ich immer ein bisschen ein Gefühl habe. Bei ein paar habe ich jetzt die Förmchen reingeben, weil ich liebe die Förmchen. Ich habe leider nicht mehr genug gehabt. Jetzt habe ich die restlichen einfach mit meiner Backtrennmischung, mit meinem Backtrennfett eingeschmiert. Aber geht auch, nur lieber ist mir immer in die Förmchen. Ich finde, das schaut da ganz nett aus. Da verlinke ich euch natürlich wieder unten passende, die ihr verwenden könnt. Und ihr könnt es auch übrigens immer bei meiner Amazon Storefront. Schaut da mal vorbei, da habe ich wirklich immer so Produkte für euch, die ich empfehle, die ich auch verwende teils oder eben wenn ich sie verwende von was, wo ihr nicht so leicht Zugang dazu habt, dann sehr gute Ersatzprodukte oder Produkte, die das Gleiche bewirken, machen können und vom vergleichbar sind. So, genau, jetzt habe ich genug geredet. So, und die kommen jetzt für circa 25 bis 30 Minuten, einfach bitte ein bisschen beobachten, ins Backrohr. Und dann sind wir schon fertig. So ihr Lieben, jetzt sind die Muffins fertig. Und ich zeige euch jetzt gleich einen, den ich mal zum Test aufgemacht habe, einfach nach der Stäbchenprobe. Habe ich nochmal reingeschaut und ich habe auch schon probieren müssen. So schaut das dann aus. Also richtig gut. Und ich sage es euch, die sind so fluffig, saftig durch diesen Rhabarber und die Süße von den Beeren. Und wisst ihr, was einfach dann richtig geil ist? Und das ist wirklich geil an diesen Muffins, sind diese Dinkelkörner, die vermahlenen. Die bringen an so einen wirklich besonderen und guten Geschmack mit rein. So ganz dezent im Hintergrund, so leicht nussig. Und also, wer vor diesen Muffins Halt machen kann, der mag keinen Zucker oder weiß ich nicht. Ja, manche dürfen nicht, das ist, also, oder müssen gesundheitlich darauf achten, ja. Aber alle anderen, also macht die Muffins nach. Man sieht auch dann, warum mir die Förmchen besser gefallen. Weil die dann einfach oft so überbacken und dann so eine komische Form kriegen. Aber im Endeffekt, ups, ist das auch egal. Sie schauen halt für mich einfach, wenn ich das jetzt mal so zeigen darf, so einfach niedlicher aus. Sind richtig gut, richtig gut. Aber habt ihr die Förmchen mal nicht daheim gerade und wollt schnell diese Muffins backen, schmeißt es rein da in eure Muffinform und ab die Post und lasst es euch schmecken. Schreibt mal wirklich einen Kommentar, wie sie euch schmecken, wie ihr sie kombiniert habt. Vielleicht habt ihr andere Früchte verwendet. Und natürlich, ich habe es im Rezept auch vermerkt, könnt ihr statt griechischen Joghurt, Naturjoghurt verwenden. Das griechische hat einfach ein bisschen einen höheren Fettgehalt als wie das Naturjoghurt, aber geht beides und schmeckt beides super lecker. Und ja, jetzt heißt es eigentlich nur nachbacken. Und nicht vergessen, mir einen Kommentar da lassen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schönes Wetter schicke ich euch allen und freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder miteinander kochen, backen. Schaut auch voll gern vorbei bei der Vorbestellung vom Kochbuch. Ja, also wir hauen euch das natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Es wird jetzt spannend. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie viele das dann von euch zu Hause haben werden. Und was ihr daraus so nachkocht, was ihr mir, schickt mir das wirklich gern. Am besten wirklich
Also voll nett, wenn ihr mir unten einen Kommentar da lasst, was ihr so nachgekocht habt, wenn es denn dann bei euch ist. Und ja, sobald ihr dann das Buch in der Hand habt, das wird so gegen Ende Mai, kommt es dann zu euch oder eigentlich Anfang Juni mit Lieferzeit und so, dass ihr auch wirklich auf Insta macht Fotos, verlinkt es mich voll gern oder schickt es mir einfach auch nur. Ich tue es gern, hau's gern in meine Story. Also ich freue mich über alles, was ich von euch so an Feedback und Infos von euch zum Kochbuch kriege. Und ja, jetzt heißt es nur noch, macht fürs Genießen. Einen schönen Tag noch und alles Liebe euch. Tschüss.